wie schön das ist. Da bist du wieder an dein Lieblingsgerät gegangen, hast da die nötigen Daten eingegeben, 29 geteilt durch 59 und dir diesen Podcast wieder runtergeladen, um ihn jetzt anzuhören. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht auf dem Weg nach Hause, vielleicht beim Sport, vielleicht beim Einschlafen, beim Aufstehen. Habe ich schon oft gehört, zum Einschlafen werden. Du hörst unseren Podcast zum Einschlafen. Ich höre unseren Podcast gar nicht. Ich höre unseren zum Aufstehen. Wenn ich einen richtig guten Tag habe. Aber um die Geschichte zu Ende zu erzählen zu wollen, kenne welche, die es uns zum Einschlafen hören. So. Okay, also schön, dass ihr alle wieder da seid. 2959, der neue Welle-Podcast mit Carsten und Jan. Um was geht's heute bei dir, Carsten? Um einen verrückten Diebstahl. Vergessen Sie Oceans 11, Oceans 13, vergessen Sie den Bankraub von London. In unserer Region gab's was. Ich sag nur, das Schweigen der Lämmer. Gott. Das Ding ist echt irre. Ich habe was dabei, da wurde deutschlandweit drüber berichtet, sogar die dpa hat es in ihren Nachrichtenpool aufgenommen. Alle sagen, es war eine spektakuläre Festnahme. Ich aber sage, es wurde ein Didi Hallervorden-Film gedreht. Ich bin mir sicher. 2959, der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan. Palim, palim. Ich liebe Didi Hallervorden-Filme. Wirklich. Also es ist ja nicht nur, weil ich die als Kind immer geguckt habe, wenn das dann heute mal irgendwo im Fernsehen läuft oder wenn man sich so einen runterlädt. Didi, der Doppelgänger. Sensationell. Es ist wirklich, ich brauche mehr Details. Es ist wirklich ein fantastischer Film. Und ich liebe solche Filme. Ja, ich hingegen kenne keinen einzigen. Du kennst keinen einzigen? Also wahrscheinlich habe ich sie irgendwie gesehen, aber ich kann sie mir, also ich habe keine Verbindung dazu. Ach du Scheiße. Ja. Boah, da fällt mir eine Geschichte ein, das habe ich letztens gelesen im Internet, da haben zwei Söhne, ihr Vater, der hat sein Gedächtnis verloren. Ja. Und also das war irgendwo in Amerika, nicht im Neue Welle Sendegebiet. Der Vater hat sein Gedächtnis verloren. Und ich meine, das ist natürlich total tragisch, auch für die Söhne damit umzugehen, damit klarzukommen. Die haben aber was richtig Geiles gemacht mit dem Papa, der sich an nichts mehr erinnern konnte. Also der war sonst bei klarem Verstand. Der hatte nur alles vergessen, was in seiner Jugend und in den letzten 30 Jahren irgendwie passiert war. Aber der war fit, der war gesund, der konnte essen, trinken, selbstständig aufs Klo gehen und alles. Ja. Also es gibt bestimmt Menschen, die es in so einer Situation wesentlich schlimmer erwischt. Das haben die zwei Jungs gemacht. Die haben mit ihm Star Wars geguckt. Ja, wie geil, ja. Und dann hat er Und dann haben sie die Szene gefilmt, wo Darth Vader eben sagt, nein, ich bin dein Vater. Und das haben sie gefilmt, wie ihr Vater diese Szene jetzt ja quasi zum ersten Mal sieht und völlig ungläubig dasteht und sagt, was, wirklich, echt jetzt? Und das war natürlich ein ganz toller Moment, weil ja eigentlich der Papa seinen Söhnen früher diesen Film gezeigt hat und eben diesen Moment toll fand, wenn die Kinder das entdecken, dass der Darth Vader, der Böse, eben der Papa vom Luke Skywalker ist. Und ich fand das eine sehr schöne Idee. Ja, vor allen Dingen, weil es auch wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt gibt, der diesen Plot nicht kennt. Also du musst erstmal einen finden, der eben nicht weiß, dass Darth Vader der Papa ist. Und das ist wirklich ein schönes Video, das ging irgendwie viral durch so soziale Netzwerke, wo der lag gemütlich vorm Fernseher und dann hat er sich sogar aufgerichtet und hat gesagt, echt jetzt? Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Aber er hat sich nicht anhand des Films an seine Jugend erinnern können oder so. Hat das irgendwie Flashbacks zurückgebracht? Ja, das war nur ein ganz kurzes Video im Netz, Carsten. Ich war jetzt nicht live dabei. Weil das könnte ich mir ja vorstellen, dass wenn du halt an so emotionale Momente deiner Jugend zurückgeführt wirst, und ich denke mir, das war einer für ihn vielleicht, dass er dann so sich auch wieder grundsätzlich erinnert. Ja. Welchen Film würdest du denn sofort angucken, wenn du, also welchen Film soll ich dir vorspielen, wenn du dein Gedächtnis verlierst? Also eine geile Frage. Ja. Oh mein Gott, welcher Film? Boah, ja, krass. Wo war es mal richtig? Also ich freue mich schon drauf, wenn ich mal mein Gedächtnis verloren habe. Ich würde mir alle 24-Staffeln nochmal angucken. Weil das ist ja eine, es ist bis heute die Serie, die mich am meisten geflasht hat, weil die immer so krasse Cliffhanger hatten. Und also da freue ich mich schon drauf. Dann wäre es, wenn es eine Serie wäre, wäre es bei mir Breaking Bad. Das fand ich halt von den Cliffhangern so unfassbar gut. Einfach eine geile Serie. Und auch so noch nie da gewesen, weißt du, so ein Typ, der irgendwie kaum noch zu leben hat, fängt an, einfach
böse zu werden. Einfach cool. Ja. Okay. Wir sind schon wieder sehr gut weggekommen von unserem Hauptthema, ja. über Meldungen aus der Region zu sprechen, die es vielleicht nur kurz ins Radio geschafft haben. Bevor ich loslege mit meiner ersten Meldung, ganz kurz nochmal, schöne Grüße von Doro, ja, Neues aus hinter den Kulissen. Doro hat am Sonntag während meiner Sendung angerufen und hat gesagt, sie wäre jetzt mit dem Bus, dem Selbstfahrenden in Dammerstock-Weierfeld gefahren. Und ich fasse das einfach mal zusammen, dieses achtminütige Gespräch. Der Busfahrer sitzt mit Fernbedienung daneben, das finde ich irgendwie witzig. Er hat eine extra Ausbildung, hat sie im Gespräch erfahren. Der Bus fährt ziemlich mittig und muss deswegen von dem Busfahrer, der daneben sitzt, mit der Fernbedienung oft rechts rangelenkt werden, damit hinter ihm fahrende Autos vorbeikommen. Sie selber hat es unfassbar genervt, dass der Bus so langsam war und sie würde den Bus nicht empfehlen. Und sie sah, also so, dass er so wie er jetzt gerade aufgestellt ist, technisch in den Hauptbetrieb übergeht. Aber sie findet, es ist ein toller Ausflug für eine Familie, um sich das einfach mal anzuschauen. Aber, okay. Aber so Realitätscheck, 3 von 10. So, muss noch ein bisschen getüftelt werden an dem System. Okay, also es ging um den selbstfahrenden Bus in Karlsruhe, Weierfeld und Dammerstock, der eben komplett autonom eigentlich fahren soll, aber offensichtlich ist auch noch ein Fahrer mit dabei. Zur Sicherheit. Schön. Ja. Lohnt sich also nicht. Gut, haken wir das ab. Schöne Geschichte aus unserer Region. In Deutschland wurden die besten Lehrer gekürt. 10 Stück an der Zahl. Jetzt haben wir ja ein paar Bundesländer und auch ein paar Lehrer. Weißt du, wie viele Lehrer es in Deutschland gibt? Insgesamt gesehen. Also, es gibt 80 Millionen Menschen. Oberlehrer und Schlaumeier gibt es mehr, als wahrscheinlich tatsächlich Lehrer am Ende sind. Ja, also wie viele Lehrer könnte es denn geben? 4 Millionen. Nee, 4 Millionen ist zu viel. Schwierige Frage. 1 Million Lehrer. Du bist gut, du bist gar nicht so weit weg. 782.613 Lehrer gab es in Deutschland im Schuljahr 2019-2020. Okay, 700.613. Ja. Und in Baden-Württemberg bei uns gibt es 80.000 Lehrkräfte, so über den Daumen gepeilt. Das liegt natürlich auch daran, dass wir ein sehr großes Lehramtland sind mit vielen Kindern. Und der Deutsche Lehrerpreis geht an ein Gymnasium unter anderem in Pforzheim. 10 deutsche beste Lehrer wurden ausgewählt und in Pforzheim ist Julia Hübner von ihren Schülern nominiert worden, wurde sie. Und das finde ich das Besondere an diesem Lehrerpreis. Lehrer haben sich nicht selber vorgeschlagen oder Schulen, sondern das kam ganz allein von den Schülern, die eben gesagt haben, hey, unsere Julia Hübner am Kepler-Gymnasium in Pforzheim, die ist mal richtig cool und wir wollen, dass die endlich einen Preis gewinnt. Und das ist dann auch so gekommen. Sie gehört also unter den 10 Lehrkräften. Und was total emotional war, und da bin ich ein großer Freund von, ist, wenn bei der Preisverleihung die Schüler die Ansprache halten für den Preisträger. Und was die gesagt haben zu ihrer Lehrerin, das haben wir hier nochmal mitgeschnitten. Frau Hübner, Sie sind der perfekte Beweis dafür, dass Lehrer gerade in diesen schwierigen Zeiten wahre Multitalente und echte Helden des Alltags sind. Sie waren einer der besten Lehrer, die ich an der Schule hatte und ich hoffe, dass Sie auch das an zukünftige Lehrergenerationen weitergeben können. Wenn ich an Frau Hübner denke, denke ich sofort an den Satz, das war ein schöner Fehler. Wenn ich an Frau Hübner denke, dann denke ich vor allem an ihr großes Interesse, was sie jeden einzelnen Schüler gezeigt hat. Wow. Das muss sich schon gut anfühlen als Lehrer, wenn du nicht nur so einen Preis bekommst, sondern wenn der auch noch von den Schülern initiiert wurde. Das ist schon gut. Ich fand es auch schön, genau deswegen, wie du es gesagt hast. Das war ein schöner Fehler. Ist auch, kann ich mir richtig gut vorstellen, die Situation, wie sowas passiert in der Klassengemeinschaft. Einer muss an die Tafel, macht was falsch und der Lehrer sagt nicht, das war falsch, sondern das war ein schöner Fehler. Ja, wahrscheinlich auch, weil aus dem Fehler kann man es ja erklären für alle wieder. Ne? Ja. Das ist ja dann eigentlich gut. Nur so lernst du das ja auch dann. Echt schön. Ja, das wollte ich einfach, dass das Teil des Podcasts ist. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch an Frau Hübner. Hübenberger, nein, Hübner. Sehr gut. Wie bist du mit den Lehrern von deinen Kids zufrieden? Gut. Wir können ja hier offen reden. Grüße gehen raus ans Goethe-Gymnasium. Wie läuft das so mit Homeschooling gerade und machen die das gut? Ganz gut, ja. Ich würde sagen, wie im normalen Leben. Einige kommen damit besser klar als andere. Ja. Generell ist die Schule aber sehr engagiert.
Es läuft ganz gut. Also in meiner Vorstellung ist das so, ich stelle mir das vor, dass wir jetzt in Deutschland nicht nur 700.613 Lehrer haben, sondern wir müssten ja eigentlich auch 700.613 Showmaster haben, die gleichzeitig, die sich vor die Kamera stellen, die wahrscheinlich alle in ihrem Arbeitszimmer irgendwie so ein Greenscreen installiert haben und so ein Bildmischpult mit drei Kameraperspektiven. Das müssten jetzt doch eigentlich auch alles ausgemachte Fernsehredakteure sein, oder? Und das ist genauso, wie du es ja sagst, Jan, aus der Schulterperspektive, wenn ich auf meine Kinder, also wenn ich das sehe, was die machen, gibt es genau solche Lehrer. Ja. Es gibt genau solche Lehrer, die anfangen, diese Situation wirklich zu nutzen und auch in der Hinsicht zu leben, dass die da so eine Show machen. Also zum Beispiel die Musiklehrerin von Fine, die von meiner Tochter, die hat immer so eine Radioshow gemacht. Cool. Die hat so ein Quiz draus gemacht, mit ganz viel Soundfiles und SFX und hat das rumgeschickt und hat so versucht, den Stoff zu vermitteln. Fand ich total cool. Ja, das sind dann die wir nächstes Jahr in den 10 besten Lehrern Deutschlands hören und sehen wollen. Und dann gibt es aber auch die Lehrer, die, wenn Schule um 7.40 Uhr beginnt, der Meinung sind, es reicht, wenn ich um 7.30 Uhr die Aufgaben an die Eltern schicke. Ja. So, dass die Kinder sie dann aber ausgedruckt bitte vor sich liegen haben, wenn es dann losgeht in 10 Minuten. Ja. Das finde ich auch immer ganz spannend, wie dann diese Lehrer sich das vorstellen, wie das zu Hause dann so abläuft. Ne? Der Drucker ist natürlich immer an, der Drucker ist auch immer stabil, die Verbindung. Das funktioniert ja, alles das super. Ist, das sind halt auch Drucker. Ich meine, kennst du die Band Rage Against the Machine? Nein. Also ja, klar, aber die Geschichte nicht. Und dann, ja, das war so ein Internet-Gag letzte Woche, irgendwie, wo sie gesagt haben, so Wut auf die Maschine. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben einen Drucker gemeint. Ja. Und dabei müssten es Lehrer wahrscheinlich selber wissen, weil die ja auch ständig mit dem Drucker oder Kopierer Probleme also Drucker, haben. Ich dachte schon mal, ich hätte mir den kleinen Finger gebrochen, weil ich so wütend auf meinen Drucker draufgehauen habe. Das hat wirklich wochenlang wehgetan. Und es war natürlich auch so eine Situation, du musst in 10 Minuten mit diesem ausgedruckten Zettel zwei Kilometer weiter sein und diesen Zettel dann vorlegen und dann streikt der Drucker. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass der Drucker immer dann streikt und nur dann streikt, wenn es eilig ist? Also der Drucker spürt es, wenn du es eilig hast. Der spürt deinen Puls, der weiß, jetzt ist der Jan Zipperer in Not. Ja, absolut. Machen wir mal ein Update. Also wirklich, Drucker sind wirklich Arschlöcher. Auch diese Tintenpreise. Ja? Drucker sind Arschlöcher. Was? Ist der Name für die heutige Podcast-Folge. Safe. Da kann nicht mehr viel drüber gehen jetzt. Also was allein so eine Tinte kostet, ja? Und wie zickig dieser Drucker immer ist. Wenn du sagst, du möchtest einen schwarz-weißen Zettel ausdrucken, ja, also mit schwarzer Schrift, dann sagt er, oh, ich habe kein Gelb mehr. Es geht nicht. Ja, weißt du, die schwarze Patrone bei mir ist so groß und die gelbe ist so klein. Und dann sagt er, geht nicht, ohne Cyan. Safran. Er meint ja das Gefühl, das Gelb ist, die sind so teuer, da wäre Safran drin. Ja, Tintenpatronen sind teurer als Blut. Ja, aber ist das nicht auch strategisch genauso gemacht worden, dass das Gerät zum Benutzen günstiger ist als die Zubehörteile dann? Das ist doch so. Du gehst in den Supermarkt, du kannst bei mir im Supermarkt einen Drucker kaufen für irgendwie 19 Euro. Ja, so 19 ganz, Euro und Bananen gibt's noch dazu. Ja, und wenn du dann aber eine neue Tintenpatrone brauchst, dann musst du mit der goldenen Visa-Karte ankommen, sonst geht mit der schwarzen, sonst geht gar nichts. Das ist echt eine Scheiße. Drucker sind Arschlöcher. Ich finde, das ist der Satz für mich des Tages. Also wirklich, muss ich sagen. Das ist geil. Das ist so richtig gut rausgehauen. Ich habe mal so einen Drucker auf der Straße liegen gesehen. Ja, wo du genau gesehen hast, der ist da aus dem Fenster gefallen. Und ich so, ich kann dich verstehen. Ja. Ich kann dich verstehen, lieber Mensch in meiner Nachbarschaft, der den Drucker aus dem Fenster geschmissen hat. Es ist doch auch so mit Druckern, die waren doch in den 90er Jahren schon scheiße. Ja. Und da hat sich doch auch in 20 Jahren nichts developed. Absolut. Weißt du, in diesen 20 Jahren sind die Handys immer kleiner geworden, die Spiele immer umfangreicher. Wir haben neue Plattformen geschaffen zum Flirten, zum Daten, zum Essen. Wir bestellen alles digital. Nur an der Grundregel, Drucker sind Arschlöcher, hat keiner gerüttelt. Absolut nicht. Das ist wirklich... Das ist halt wahrscheinlich so eine Masche. Also. Das wird auch noch in 10 Jahren so sein und in 20 Jahren so sein. Da fahren wir mit den selbstfahrenden Bussen in Weierstock-Dammerfeld, Dammerstock-Weierfeld, wie auch immer, durch die Gegend und Drucker sind aber immer noch scheiße. Ja, so wird es sein. Oder ist es Elon Musk,
der uns rettet. Der wird so ein Superdrucker. Elon, ja, weiß ich nicht. Elon Musk, der wird uns retten vielleicht. Dem traue ich das zu. Mit dem neuen Werk in Brandenburg. Und wir sitzen. Wenn das mit den E-Autos nichts wird, dann macht er einen Drucker, ja, und entwickelt so einen neuen Superdrucker, der, ja, immer geht. Das wäre was. Das wäre mal eine Erfindung. Und zwar mit Sand wird der betrieben. Man schützt da oben Sand rein und dann macht er sich aus dem Sand alle Farben. So, ich hatte eine Geschichte aus Karlsruhe-Durlach. Da gab es am Montag eine spannende Festnahme. Und ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass da eine spannende Festnahme gab, sondern da wurde ein Didi Hallervorden-Film gedreht. Beziehungsweise, oder Benny Hill. Kennst du die Benny Hill-Musik? Genau. Und da musst du dir jetzt mal vorstellen, also da ist ein junger Mann auf einem E-Bike unterwegs und der verstößt gegen irgendeine Verkehrsregel. Und zwei Polizisten sehen das. Die wollen ihn anhalten, aber er flüchtet. Einer der beiden Polizisten denkt sich, na, den kriege ich. Ich meine, auf einem E-Bike hinterher zu rennen und dann, das ist schon, also... Das muss schon sehr, sehr schnell gelaufen sein. Der Polizist ist aber sehr, sehr schnell gelaufen und konnte den Flüchtigen auf dem E-Bike stellen. Der Flüchtige steigt ab, fällt um, es gibt ein Gerangel, der Polizist will ihn festhalten, er kann sich aber losreißen und rennt weiter. Dann kommt der andere Polizist ins Spiel, der nimmt sich das umgefallene E-Bike und radelt dann dem Flüchtigen hinterher und kann ihn dann tatsächlich sogar auch stellen. Und im echten Leben endet die Geschichte tatsächlich hier schon, aber in meiner Fantasie. Ist das im mit. Ich suche die ganze Zeit dieses Musikbett, denkst du, ich finde das hier gerade. Bei uns in der Datenbank heißt es Benny Hill Theme. Ja, aber ich habe Benny Hill eingegeben mit Y oder was? Weiß ich nicht. Kann auch mit I sein. Unter Musik oder unter J? Ich habe jetzt unter J geguckt, da gibt es nur noch Benny mit Y gar nichts. Gib mal Theme ein. Auf jeden Fall, wäre es ein Dieter Hallervorden-Film gewesen, dann wäre der Typ dann ins Polizeiauto gestiegen, wahrscheinlich rückwärts irgendwie durch Durlach gefahren gegen einen Laternenfall. Der Laternenfall wäre umgefallen auf den Polizisten im E-Bike. Und so wäre das wahrscheinlich noch stundenlang weitergegangen. Ja, du hast aber recht. Es ist genau wie in diesen Film. Jetzt erinnere ich mich auch an die alten Didi Hallervorden-Filme, beziehungsweise Louis de Funès. Das war ja eine ähnliche Kategorie. Des Klamauks, möchte ich sagen. Und jetzt natürlich noch die Auflösung, warum ist der Mann geflüchtet? Und das finde ich auch wieder beeindruckend. Der hatte 30 Gramm Cannabis in der Tasche. 30 Gramm. Und für jemanden, der, also für so einen Kiffer, finde ich das schon ziemlich gewagt. Also das ist schon ziemlich untypisch, dass der vor der Polizei wegrennt. Weil normalerweise schätze ich die Kollegen eher so ein bisschen gemütlicher ein. Weil sie für 30 Gramm machen, schreiben die keinen Bericht. Dass du dann nicht wegrennst, sondern dass du eher sagst, ja, ja. Okay. Naja, kleine Geschichte aus Karlsruhe, Durlach. Mich lässt es nicht in Ruhe, denkst du, ich finde das hier, ey, das macht mich gerade irre. Ja, aber wir sollten jetzt jemanden anrufen. Ja. Wenn du nicht weißt, wie man Benny Hill schreibt, dann... Ich habe einen Rechner hier. Ich habe es mit allem probiert, mit Benny Y, mit Benny mit I, also zwei N halt. Jetzt habe ich Theme eingegeben. Na, aber du hast es doch so schön gesungen. Ah, okay. Lassen wir es. Aber eine schöne Meldung. Also, und ich meine, da kommt ja auf die Polizei auch noch was zu, weil gefühlt durch Corona hat jetzt jeder sich ein E-Bike gekauft. Also normale Fahrräder gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch E-Bikes. Ja? Also wenn du da jemanden verfolgen willst, zu Fuß wird es schwierig. Da musst du schon richtig, richtig fit sein, um den dann einzuholen. Ja, aber die Polizei hat ja auch, E-Bikes. Ich hab's nicht gehört, ich hatte gerade den Regler nicht hoch. So, hier hat sich jemand beschwert. Oh, das ist super. Dann rufen wir jetzt an. Beziehungsweise er hat sich gar nicht beschwert, ach so, sondern er hat uns auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Hi Dirk, hier ist die neue Welle. Der Jan und Carsten sind am Telefon. Hallo. Hallo. Hey Dirk, bevor wir weitersprechen, ganz kurz. Wir zeichnen hier im Studio der neuen Welle unseren Podcast auf. Da reden wir immer über Themen aus der Region, die es nicht oder nur kurz ins Radio geschafft haben. Und eine Rubrik ist, dass wir denjenigen anrufen, der uns eine WhatsApp ins Studio geschickt hat, die letzte. Und mit ihm quatschen, was er gerade macht, wie es ihm so geht, was gerade los ist. So. Was gerade los ist. Ja, und jetzt musst du sagen, das ist für dich in Ordnung, weil dann würden wir dich jetzt nämlich aufzeichnen weiterhin und du würdest im Podcast bei uns veröffentlicht. Oder aber du sagst, nee, ich habe keinen Bock.
Bock hätte ich schon, nur das Problem ist, ich bin gerade im Dienst. Hi. Und kann im Moment nicht so euch antworten, wie ich gerne wollte. Bist du einer der Beamten, die den E-Bike-Räuber in Durlach gestellt haben? Nee, okay. Außer ähnlich. Okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auflegen, Dirk. Ja, nicht gleich. Wenn ihr noch quatschen wollt, dann könnt ihr quatschen. Also darfst du denn? Eine Minute habe ich noch. Okay, die Zeit läuft jetzt. Was hast du denn gerade für eine WhatsApp ins Studio geschrieben? Ich habe gerade eben geschrieben, dass die aktuellen Blitzer bei euch auf der Internetseite nicht angezeigt werden. Oh, okay. Ja. Da müssen wir das schnell ändern. Ja, das hatten wir letzte Woche schon mal. Scheint irgendwie ein Bug zu sein. Ah. Ja, habe ich euch letzte Woche auch gemeldet. Ja, dann warst du das. Das ist übrigens sehr, sehr geil, Dirk. Solche Sachen sind unfassbar wichtig, weil wir ja hier oftmals betriebsblind sind. Wir schauen nicht immer auf die Homepage, so wie die Hörer das machen. Und dass du dann sagst, ist mir doch scheißegal, nee, dass du die Extrameile gehst und uns darauf aufmerksam machst, ist sehr gut. Mache ich doch gerne. Echt cool. Aber du bist gerade im Büro, weil du klingst jetzt nicht so, als ob du selber mit dem Auto unterwegs wärst. Nee, ich bin im Büro. Und da gehst du auf unsere Seite und guckst, wo gerade geblitzt wird? Ich hab's auf dem Handy drauf, ja. Eure Internetseite. Mhm. Weil du wissen willst, oh, ich fahre gleich nochmal irgendwo hin. Könnte sein, ja. Ja, das ist schlau. Ah, okay. Also siehst du, weil ich denk immer, ganz wichtig ist es, die Blitzer im Radio zu melden. Ich selbst würde gar nicht vorher auf die Website gucken, wo denn gerade geblitzt wird. Aber siehst du, auch solche Leute geht's. Die Minute ist um. Ja gut, bei den Strecken, wo ich fahre oder so, dann informiere ich mich schon gern vorher mal, wo Staus sind und so weiter. Und da bietet sich eure Seite natürlich richtig an. Prima. Dirk, wir wollen dich nicht länger von der Arbeit fernhalten. Das, alles klar. Das war's ich schon. Ich wünsche euch was. Wir kümmern uns. Danke dir. Danke euch für den Anruf, ja? Bis dann. Bis demnächst. Ciao. Wie findest du die Verabschiedung? Bleib negativ. Komm mal machen. Wegen Corona, weißt du? Ja, ich hab das schon verstanden. Nee, finde ich gut. Danke, Dirk. Ja, war cool. Wenn auch kurz. Ja, ich weiß nie, wenn jemand vorher sagt, ich habe nur eine Minute Zeit. Ich meine, wir hätten mit dem Dirk jetzt auch 10 Minuten quatschen. Wahrscheinlich, genau, das hatte ich auch das Gefühl. Aber ich bin da zu ehrlich, wenn der mir sagt, ja, 10 Minuten, gut. Er hat nur eine Minute, dann machen wir halt nur eine Minute. Ja, und wer weiß, es hörte sich auch so an, als würde er irgendwo arbeiten, wo es vielleicht, wenn es hintenrum rauskommt, dass er mit einem Radiosender während der Arbeitszeit telefoniert, auch nicht so gut ist. Ja. Machen wir weiter, oder? Ja, unbedingt. Okay, wir haben richtig viel Zeit für deine Meldung. Da sind wir ja immer hinten raus super knapp in den letzten Podcast-Aufzeichnungen. Pass mal ab, was gewesen. Du jetzt noch anbringst. Ich habe nur eine kleine Meldung, wo ich aber wirklich gedacht habe, wer, warum und wie. Also so wirklich so, wo alles irgendwie nicht stimmt. Es gibt Tierdiebe hier und am Samstag früh haben die zugeschlagen. Das ist natürlich echt traurig, weil die haben, Achtung, festhalten, Jan, 22 Lämmer gestohlen. Bumm. Okay. Von einem Wiesengrundstück. Wir hatten doch letzte Woche, da wurden doch Aale gestohlen. So. 15 Aale. Ja, Aalreusen. Ach so. Ob da Aale noch dabei waren, das weiß man nicht. Wahrscheinlich wird es sich auch um Aale, aber die Reusen, um die ging's. So, jetzt sind Lämmer weg. Und zwar nicht nur eins, was man sich so unter den Arm vielleicht klemmt oder so mit nach Hause nimmt. Ja. Nein, 22 Lämmer. So. Das ist die Lämmer-Mafia. Genau. Warum? Also erstmal, warum? Und wohin damit? Und dann 22, die kriegst du auch nicht in Passat rein. Da musst du schon mit einem Hänger kommen. Und es muss ja auch einer gesehen haben. Und die machen ja auch Krach. Weißt du, wenn du irgendwo in der Stadt stehst und dann ist neben dir so... Die machen so kleine süße Mess. Und hast du schon mal so Lämmer gesehen, wenn die mit der Flasche gefüttert werden? Ja. Wie die dann mit ihrem Puschelschwänzchen sich ganz schnell freuen? Also so ganz viel hin und hast her. Hast du schon mal einen Daumen reingesteckt? Vorne, in was macht man auf dem Land? Die saugen ja so hart dran, das ist krass, was die für eine Kraft enden. Die ziehen ja halt den Fingernagel raus. Nee, da. Aber wenn das so krass ist, dann eröffnet sich eine neue Möglichkeit, wer die und was er mit diesen Lämmern. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Also, ich habe das auch gelesen, habe auch gedacht, was soll das, oder? Was ist da los? Ja. 22 Lämmer. Die Polizei sucht Zeugen. Falls in ihrer Nachbarschaft auf einmal beim Nachbarn 22 Lämmer im Garten rumlaufen, kritisch nachfragen. Kurz mal rübergehen, kann man sagen, ey, Kollege, wo kommen die denn her? Ja, es ist verrückt manchmal. Aber
Ich habe noch eine Meldung mitgebracht. Wir sagen ja immer, der Neue Welle Podcast mit Meldungen, die nur kurz oder gar nicht im Radio stattfinden. Die hier fand gar nicht im Radio statt, weil sie auch nicht ganz in unserem Sendegebiet ist. Ich mache das jetzt mal kurz ein bisschen größer, weil ich die Meldung so schön finde. Das ist in der Nähe von Trier passiert, in Rheinland-Pfalz. Da kann man uns bestimmt, wenn es bei bestimmter Wetterlage auch noch gut empfangen. Manchmal empfange ich den saarländischen Rundfunk hier im Autoradio. Bei Inversionswetterlage kann man den sogar hier hören. Also ist das umgekehrt auch so. Kann man gelten lassen, oder? Grüße gehen raus, klar. Ja, genau. Liebe Grüße nach Trier. Da haben Unbekannte einen Zebrastreifen auf einer Straße gemacht. Das habe ich auch gelesen, das ist geil. Und dieser Zebrastreifen, der sieht so täuschend echt aus. Das haben echt? Die richtig, richtig gut gemacht. Fandest du? Okay, erzähl weiter. Also wenn das Foto kein, wie sagt man, kein Beispielfoto war, was daneben stand. Das Weiß war zu dunkel. Ehrlich? Also finde ich. Es ist auf jeden Fall, es sah nicht aus wie ein niegelnagelneuer Zebrastreifen, sondern der ist schon ein paar Jahre da. Also aber perfekt auch vor so einer Bushaltestelle. Also ja. Genau da, wo man einen Zebrastreifen eigentlich irgendwie auch erwartet. Und sie haben das mit so fest, wasserfester Farbe gemacht, dass das nicht lösbar ist. Ja, krass. Also das haben die mit echter Zebrastreifenfarbe gemacht, offensichtlich. Man überlegt jetzt, also zuerst die Bürgermeisterin hat gesagt, prinzipiell eine gute Idee. Ja, genau, an der Bushaltestelle, vielleicht steigen da morgens auch Kinder ein genau. Und so. Es ist natürlich nur problematisch, weil... Weil wir in Deutschland leben. Ja, also ich kann die Bürgermeisterin da natürlich auch verstehen, weil zu einem richtigen Zebrastreifen gehören natürlich auch so zwei Schilder, die diesen Zebrastreifen markieren. Aber die ließen sich ja im Nachhinein noch aufstellen. Das, genau. Solange die fehlen, gibt es natürlich ein Problem mit diesem Zebrastreifen, weil dann könnten Autofahrer eben denken, der gilt nicht, da kann ich drüber fahren. Wohingegen Fußgänger eben denken könnten, ein Zebrastreifen, da gehe ich doch jetzt drüber. Ja. Deswegen ist das gerade ein Problem. Aber prinzipiell wäre es doch wirklich viel, viel cooler, statt ihn jetzt schwarz zu übermalen, wirklich diese zwei Schilder dahin zu stellen und zu sagen, okay, ja. Leute, hier ist ab jetzt ein Zebrastreifen. Finde ich auch. Ich glaube auch, es ist günstiger, zwei solche Schilder dahin zu stellen, als die Farbe darunter zu kratzen. Weil damit beschädigst du wieder den Asphalt, Dann musst du das wieder komplett neu machen und du siehst, da gibt es einen riesen Rattenschwanz hinten dran. Dann sollen die da so zwei Schilder hinstellen. Finde ich gut. Ich finde es, ja. Also da sollte, das ist ja so ein kleines Dorf, kleine Gemeinde, das ist ja jetzt nicht irgendwie Stuttgart City Zentrum oder so, sondern ich finde, das wäre mal cool. Meinst du, es gibt noch mehr illegale Zebrastreifen in Deutschland, die bis jetzt noch keinem aufgefallen sind? Zum Beispiel genau nämlich in so großen Städten, wo alles ein bisschen anonymer läuft? Ja. Meinst du, vielleicht, das wäre mal interessant. Erkennt man Zebrastreifen? Ist es Vorschrift, dass ein Zebrastreifen auch immer ein Fußgängerwegschild hat, dieses blaue? Auf jeden Fall, das muss, ja. Das muss. Ja. Es gibt keine Zebrastreifen ich glaube, in Deutschland, die das nicht haben. Zebrastreifen nicht auch sogar angekündigt? In 300 Metern muss der nicht schon vorher noch irgendwie... Das glaube ich nicht, das sind Bahnschranken, da wird es sich an der Stadt dumm und dusselig machen mit so Schildern, 300 Meter. Aber das wäre doch mal, wenn das wirklich Vorschrift ist, dass da so ein Schild davor und danach steht, dann könnte man ja mal im Privaten darauf achten, ob das auch wirklich bei jedem Zebrastreifen so ist. Und wenn es nicht steht, dann ist er illegal. Mögliches vieles. Ein Eingewanderter. Aber ich, ein Illegaler. Wir hatten gestern die Meldung in der Sendung, dass in Frankreich, in Belgien, hat ein Bauer den Grenzstein verschoben. Und weil er ihn gestört hat bei der Arbeit. Weil er mit dem Bagger nicht dran vorbeikam, mit dem Traktor. Und das ist ja auch so. Entdeckt wurde das eben von einem Spaziergänger, der sich offensichtlich sehr gut mit Grenzverläufen auskennt. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Spaziergänger vorbeigekommen ist, war Frankreich ein bisschen kleiner und Belgien ein bisschen größer. Und der hat das dann gemeldet. Und ich glaube, solche Leute würde es überall geben, die sofort einen illegalen Zebrastreifen melden. Ja, wahrscheinlich. Super, kaum zu glauben, aber war 29 Minuten und 59 Sekunden sind schon wieder vorbei. Wir haben alles das gemacht, was man in einem Podcast machen muss. Wir haben ein paar Mal gelacht. Wir hatten sehr schön, informative Geschichten dabei. Ja. Wir sind mal vom Thema abgeschweift und haben auch noch jemanden angerufen. Wenn auch du diesen Podcast mochtest, dann hörst du ihn bitte weiterhin nächste Woche oder empfiehlst ihn vielleicht auch deinen Freunden. Ah, du meinst jetzt gar nicht mich? Nee. Ah, okay.
Weil du siehst doch die Hörer normalerweise immer. Ja, aber ich finde es cool, wie du das machst. Ich mache jetzt, mach jetzt auch du. Finde ich irgendwie geiler. Du alter Punkrocker. Alles klar. Danke, Carsten, für deine Zeit. Bis nächste Woche. Da hören wir uns wieder. Ab Freitag gibt es den Podcast wieder überall da, wo es Podcasts gibt.